Gerade Künstler, die nicht jeden Tag im grellen Rampenlicht stehen, hatten es in den zurückliegenden Monaten nicht gerade leicht. Fast alle Auftritte fielen weg, Honorare und Gagen mussten in den Wind geschrieben werden und versprochene Hilfen blieben meistens aus. Wie hat Martin Müller diese Zeit überstanden? Der Mann mit dem Hut. Die großen öffentlichen Auftritte sind sein Ding sowieso nicht. Er bleibt lieber im Hintergrund. Doch irgendwie musste auch er die Pandemie überstehen. Wie habe ich das letzte Jahr verbracht? Verbracht habe ich es viel mit Fahrradfahren. Ich bin viel Fahrrad gefahren und habe viel zu Hause gesessen und mir Dinge ausgedacht. Nicht nur Musik. Am Anfang ist auch ein bisschen Text entstanden. Ich habe ein bisschen Corona-Tagebuch geführt. Da steht jetzt unheimlich viel Mist, den ich wahrscheinlich auch nicht wieder lesen will. Und man hat sich viel Gedanken gemacht, logischerweise. Nicht nur über Musik, aber auch Musik ist dadurch entstanden. Stücke, die dann so Titel haben wie Solitär. Da klingt die Situation schon mit, sozusagen. Ja, wie habe ich das Ganze überstanden? Das weiß ich auch nicht so recht. Ich habe es bisher erstmal überstanden. Ich lebe noch, bin nicht in die Riesenschulden reingestürzt. Aber das Finanzielle war natürlich ein Problem. Und unterstützt zu werden, da war in der Theorie mehr vorhanden, als in der Praxis am Ende umsetzbar war, sage ich mal so, auf diese nette Art und Weise. Und ich möchte über diese Sachen jetzt eigentlich auch gar nicht mehr nachdenken, wie das gelaufen ist. Es ist unheimlich viel gewesen, worüber man sich geärgert hat. Am Ende stand aber auch die Frage im Raum, ob man sich nicht auch über sich selbst ärgern sollte. Und ich habe es irgendwie überstanden durch die Unterstützung von vielen Privatpersonen auch, die mir in kleineren Rahmen häufig unter die Arme gegriffen haben, wofür ich sehr dankbar bin. Und zum Schluss ergab sich eben nochmal die Möglichkeit, dieses sozusagen Arbeitsstipendium über das Projekt Kultur ans Netz zu beantragen und damit eine CD-Aufnahme zu finanzieren, beziehungsweise die Produktion einer CD sozusagen. Ja, wie kam es dazu? Es ist tatsächlich so, dass regelmäßig, jetzt nicht in Massen, aber regelmäßig haben Leute gefragt, gibt es eine CD von mir, gibt es eine CD von dir, kann ich die mitnehmen oder so? Und ich habe immer geantwortet, ich habe privat natürlich ein paar Aufnahmen mal gemacht, hin und wieder. Ist klar, macht man ja, wenn man Ideen hat oder so, oder wenn man was neu arrangiert hat. Ich mache ja viel auch aus dem Standard-Jazz-Bereich, das schreibe ich ja nicht selbst. Dann nimmt man natürlich auch vieles auf. Erstens, um sich was zu merken, zweitens, um in gewisser Form auch eine Erinnerung so zu haben, weil sich Dinge über die Jahre natürlich auch verändern. Man spielt die dann anders und es ist spannend, auch in alte Aufnahmen mal reinzuhören. Aber in verfügbarer Form für meine Fans sozusagen, für meine Zuhörer, hatte ich das in der Form natürlich nicht. Und die fragten eben speziell auch nach einer CD. Und als ich von der Möglichkeit las, dass man die so finanzieren könnte auf diese Art und Weise, beziehungsweise ich auf den Gedanken kam, dass man es über dieses Projekt finanzieren könnte oder über dieses Hilfsangebot, habe ich gedacht, gut, da habe ich jetzt zwar nichts, womit ich mich konkret selbst unterhalten kann, aber ich habe eine Möglichkeit, was umzusetzen, wofür ich momentan die Zeit habe. Denn die Zeit war ja da, sowohl sich neue Sachen auszudenken, als auch alte Kompositionen, die schon längst existierten, mal vernünftig aufzunehmen eben. Der Aufnahmeprozess, der fand komplett bei mir zu Hause statt, sozusagen unter Einhaltung aller möglichen
Corona-Auflagen, da musste ich mir gar keine Gedanken drum machen, denn ich war im Prinzip der Einzige hier. Ich habe Solo gespielt, ich habe zum Teil auch zu mir selbst gespielt und es gibt einen Gast an der Gitarre, Pedro Querido ist dabei und den habe ich eben einmal eingeladen und da haben wir zum Teil zusammen und zum Teil über das, was ich schon vorproduziert hatte, auch drüber gespielt und so. Alles über mein eigenes Aufnahmegerät, also sozusagen über Heimtechnik aufgenommen. Über Heimtechnik, ich wollte ja auch dieses Heimgefühl, sage ich mal, beibehalten. Genau, es ist ja viel Corona letztendlich in der CD enthalten. Ursprünglich hatte ich mal gedacht, es Heim-Sessions zu nennen. Dann dachte ich so, naja, das klingt wieder so nach vielen Personen. Im Prinzip sind es ja, oder zum Teil Sessions eben mit mir selbst gewesen. Ich habe was eingespielt und habe später drüber gespielt und so. Wobei ich sagen muss, die meisten Sachen sind schon noch reine Solostücke, ohne nochmal später einzugreifen. Also man kriegt die CD hauptsächlich bei mir, also so wie es entstanden ist sozusagen. Dort, wo die Leute danach fragten, da werden sie auch bekommen. Hauptsächlich bei Konzerten oder bei Auftritten, wenn ich irgendwo spiele, werde ich die natürlich dabei haben. Und ansonsten gibt es ein paar ausgewählte Läden in Magdeburg, in denen immer ein paar Exemplare vorrätig sind. Die zum Beispiel sind das T hoch N in Sudenburg. Da ist in der Nähe auch noch das Musikhaus Pasch, da kann man es auch kaufen. In der Altstadt gibt es das Fabularium am Hundertwasserhaus. Querstyle und in Stadtfeld Ost haben wir noch das Mississippi in der Ahrenstraße. Ansonsten bin ich demnächst wieder zu sehen bei Ich mache meinen Frieden, dem Gundermann-Abend im Schauspielhaus. Das wird in der neuen Spielzeit wieder laufen. Nicht so sehr oft, also wenn man da Interesse hat, sollte man sich rechtzeitig darum bemühen, sich vielleicht einen Platz zu sichern. Man weiß ja auch nie, wie dann die aktuellen Regelungen sind, wie viele Leute da rein dürfen und so. Zu den anderen künstlerischen Dingen, die ich so tue, man kann vielleicht erwähnen, ich habe ja das selbst gestaltet und auch selbst gemalt in diesem Fall. Da steckt sogar, man kann es gar nicht sehen, aber da stecken sogar Kaffee und Tee mit drin im Hintergrund. Also die Grundlage ist tatsächlich ein Aquarell gewesen, sozusagen, was unter der Ölkreide, die dann drüber gemalt wurde, liegt. Und das habe ich ja auch selbst gestaltet. Ansonsten, Fotografie gibt es ja noch und eine Ausstellung terminiert, die hat sich jetzt kurzfristig nochmal um eine Woche verschoben. Am 20. September eröffne ich nochmal eine Ausstellung unter dem Titel Formenspiel. Konvex-konkave Beziehungen zwischen Kunst und Natur. Auswendig gesagt. Ich bin stolz auf mich. Und wo? Im Querstyle, auf dem breiten Weg 214, glaube ich. Also breiter Weg gegenüber vom neuen Domviertel. Da wird Vernissage sein am 20. September um 18.30 Uhr und die Ausstellung wird dann zu sehen sein bis Anfang November, also 7 Wochen oder so. Also zu tun hast du jetzt? Zu tun habe ich im Moment wieder und ich hoffe, dass das noch eine Weile so anhält. Das hoffen wir mit dir. Und ich hoffe zumindest, dass es für mich als Geimpften noch eine Weile anhält. Also danke.